Servus. 20. Mai 2012. Es ist jetzt 10.51 Uhr, noch 9 Minuten bis zum Start in Herrien. Ich muss jetzt zur Startaufstellung fahren. Und ich hätte da auch liegen können. Auf geht's. Fünf Minuten bis zum Start. Thank you.
Franz Hopp hier hinter der Manege-Champion auf Speedskate. Jetzt ist er noch größer. Lieber Franz, toll, dass ihr da seid. Du sagst was zum Reglement. Ja, nachdem wir hier ein bisschen schlecht die Zieldurchfahrt haben, nämlich nur 2,50 Meter Breite, haben wir das Ziel für die Reihenfolge also nach vorne verlegt. Da seht ihr einen Strich auf der Straße. Hört mal bitte zu, Rad steht, dann sagt dann wieder jeder hinterher, hat nichts gewusst. Bitte, Achtung, das ist jetzt wichtige Information für euch. Kommen Sie, das gilt auch für dich. Also da vorne vor dem Ziel gibt es eine Linie. Ab dieser Linie bis zum Ziel wird jede Runde des Rennens neutralisiert. Keine Attacken fahren, sodass ihr alle über die 2,50 Meter breite Schleife hier kommt mit der Zeitmessung. In der letzten Runde dann, also wenn ihr kurz vor bei den 30 Minuten angekommen seid und dann Schluss ist, dann haben wir da vorne eine Ziellinie. Da zählt die Reihenfolge. Und dann bitte, wenn möglich, in der Reihenfolge, wie ihr da vorne wart, durchs Ziel rollen lassen. Ja? Sodass wir euch richtig identifiziert haben. Also das Rennen vorher entscheiden, nicht auf den Zielsprint ankommen zu lassen. Und wir werden dann sehen, wie das Ganze ausgeht. Und ich wünsche euch alles Gute und den Rest sagt der Schiedsrichter. Überholen wie im Straßenverkehr. Wir fahren rechts wie die Autos. Wer uns vorbei will, muss links vorbei. Ja? So dass wir keine Schlangenlinien fahren müssen, wenn wir plötzlich von hinten die Schleierin kommen. Also immer alle rechts bleiben. Wer überholen will, muss links vorbei. Windschattenfahren ist geschlechtsübergreifend erlaubt. Ist mir egal, hinter wen, hinter Handbikern, hinter Männlein, hinter Weiblein, egal wie. Es starten zuerst die Handbiker, dann nach 30 Sekunden die Herren und dann nach weiteren 30 Sekunden alle Damen. Danke, lieber Frank. Komm, du fährst selber mit. Ihr habt euch alle warm gelaufen. Ich darf euch beruhigen. Die kritischen Stellen auf der Strecke, die von euch noch moniert worden sind, die sind entschärft. Es war ein Gullideckel und eine Absperrung. Das ist alles für euch angerichtet. Ich soll noch was sagen zu dem Signal. Nach 30 Minuten ertönt hier auf der ganzen Strecke ein Huzela-Signal. Und zwar sind 10 Posten auf der Strecke, die dieses Signal weitergeben. Was heißt es für euch? Für euch heißt es, ihr beendet genau diese Runde. So wie in der Formel 1. Wenn der erste durchs Ziel ist, fahren alle noch diese Runde zu Ende. Unsere Zeitmessanlage sortiert nach zwei Kategorien. Rundenzahl, ist klar, und innerhalb der Rundenzahlen zählt dann die Zeit. Wenn diese 30 Minuten genau um sein sollten, wenn sich hier ein Zug dem Ziel nähert, dann lassen wir den noch durch, das ist klar. Sodass also die Führenden schon ihren Endkampf ausrichten können, miteinander und untereinander. Ihr dürft auf keinen Fall mit eurem Schiff nochmal durchs Ziel. Ist es verstanden? Ich sehe, da gibt es einige Diskussionen noch. Nochmal die Abfrage, ist es verstanden? Sobald dieses Signal auf der Strecke ertönt, im Ziel wird seine Glocke sein, Glocke und Vuvuzela, dann diese Runde so schnell wie möglich zu Ende fahren und bitte nicht nochmal durchs Ziel fahren. Nur die Männer nach vorne. Gut. Erst Handbiker, dann Männer, dann Frauen, aufs Gate. Jetzt rollen wir gleich in der Reden. Die Bedingungen sind optimal. Das sind die Vuvuzela-Signale. Also, die für euch. Bitte schaut auf gleich aufs Uhr. Wenn ihr welche dabei habt, schaut euch noch für die Uhr an. Wir bekommen die Signale. Nein. Er hat noch 30 Minuten. Da ist irgendein Schreckvoll. Nach 15 Minuten ist Vuvuzela. Wer ist der Glück? Ist der Endlich für euch? Ist klar. Wenn ihr das hier nie gezeigt, könnt ihr euch nicht darauf berufen, dass ihr so ein Signal könnt. Wir wollen für ein lautes, deutliches Signal sorgen. Und ein Motorradfahrer wird euch gut in der ersten Runde begleiten. Ihr habt dann freie Fahrt. So. Genau. 230 Sekunden sind dabei. Und dann zählen wir gemeinsam runter. Start 3 für die Handbiker, dass ich den gleich ausrechne. Roland und unser Hermann. Also es ist angerichtet. Hier, Männer sind am Start. Geht's noch? Und dann geht's los. Handbiker, alles fertig. Signal ist hoch. 5, 4, 3, 2, 1, auf! Super! 7 Kilometer, wir müssen ja ein Zeichen geben, 30 Sekunden, weil wir sind noch 25 jetzt. Ich schwimme ins Gate, ich mache mich hier dann verfällt.
Länge der Flussspieler. 9 Sekunden. Noch. 14, 13, 8, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8.
Hermann Müller vorne. Wir begleiten die Läufer, heute auf Rollen unterwegs. Auf Rückenhalt. Wie der Letzte. Thank you.
Galerien nochmal vorbei und grüßt mir das schöne Leute zu. Ich wollte gut mit der Regenbildung und dann sehen wir uns. Thank you.
Das B-Team ist hier wieder im Vorbeiflug, im Tiefflug.
Jetzt bin ich aufgepasst, noch 5 Sekunden, dann kommt das Signal. Passt sie auf, wenn du wehrt mich. Vorsicht! Recht!
Rechts! Rechts! Hey! Mein Gott! Ja, Mann, ey! Bist du vorher ausgefallen? Wir haben die Rundungen gehabt. Applaus für den Flankpunkt. Von Deutschland auf der Front. Ja, wir beeindrucken, wie sehr hier die Leute durch die gefahren sind, ohne irgendein Problem. Ganz klasse, Jungs, ganz klasse, Mädels. Das muss ich mir so deutlich sagen. Das ist der ältere Nürnberger. 31. Ich bin am Anfang des Krieges, aber ich schieße ihn dann über. Also ich habe in Ulm angefangen, also bei den Weiß-Roten, und bin jetzt bei Donaubörden. Super, geile Geschichte. So, das war der Wettkampf von Herr Riemen. Ich bin